Mit der klaren Suchintention, dass Sie einen Rettungswagen mieten wollen. Da ist die Suchintention klar, wir können das genau bedienen, Landingpage wieder darauf optimieren. Im vergangenen Video haben wir darüber gesprochen, was ist das Suchvolumen. Wir haben uns damit beschäftigt, ein geringes Suchvolumen ist oftmals die bessere Wahl als das hohe Suchvolumen, weil bei dem geringeren Suchvolumen die Optimierungsmöglichkeiten und die Schnelligkeit, also wie schnell kann ich was optimieren, um bei Google besser gerankt zu werden, deutlich höher sind und somit viel effektiver. Der Return on Invest ist schneller, ist höher und besser. Heute geht es um das Thema Suchintention. Das haben wir in diesem Video auch kurz angeschnitten. Und ich möchte heute mal darüber sprechen, was ist denn die Suchintention eigentlich? Ich habe hier schon mal was aufgeschrieben, auch aus dem letzten Video nochmal. Wir haben die gleichen Themen. Wir haben das Schlüsselwort Auto-Abo und wir haben Firmenwagen-Mieten. Heute geht es aber nicht um das Suchvolumen, also wie oft wird danach gesucht, sondern was ist die Absicht der Suche für diese Schlüsselwörter? Und wir haben hier eine unklare Suchabsicht und wir haben hier eine klare Suchabsicht. Bei Auto-Abo, wenn jemand nach Auto-Abo sucht, kann er suchen nach allgemeinen Informationen. Was ist das Auto-Abo? Was kostet das? Wie funktioniert das? Wer bietet das? Was sind meine Möglichkeiten? Etc. etc. Die Liste ist endlos. Hingegen bei Firmenwagenmieten ist eine klare Suchabsicht hinter, denn jemand, der Firmenwagenmieten eingibt, möchte wahrscheinlich einen Firmenwagen mieten. Korrekt. Und wenn ich die Suchabsicht, also die Suchintention oder die Absicht hinter der Suche weiß und definieren kann, habe ich viel bessere Möglichkeiten, meine Website genau darauf auszurichten, eine Landingpage zu erstellen, für diese eine Suchanfrage hier daraufhin zu optimieren und eine Conversion zu erzielen, also einen Abschluss in Form eines Kaufs, einer Miete in diesem Fall oder einer Anfrage. Sie kommen in der SEO nicht weiter, dann sollten Sie jetzt den nächsten Schritt gehen. Vereinbaren Sie einfach ein kostenfreies Erstgespräch und wir schauen uns gemeinsam Ihre aktuelle Situation an. Suchen Sie dafür einfach nach Gerlach Media, gehen Sie auf gerlach.media oder klicken Sie auf einen der Links unten im Video. Das ist der Unterschied zwischen einer nicht klar definierten Suche bzw. Suchabsicht und einer klar definierten Suchabsicht. Und dessen sollten Sie sich immer bewusst sein. Suchen Sie sich Schlüsselwörter raus, wo klar zu erkennen ist, was die Suchabsicht dahinter ist und ob Sie das mit Ihrem Angebot auch bedienen können. Schauen wir uns dazu am besten nochmal ein weiteres Beispiel an. Ein anderer Kunde von uns ist auch in der Vermietung von Fahrzeugen, aber in der Vermietung von Sonderfahrzeugen tätig. Und hier geht es um Fahrzeuge wie Rettungswagen, Einsatzwagen, Sondereinsatzfahrzeug etc. etc. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir optimieren auf Rettungswagen, dann haben wir natürlich wieder ein sehr hohes Suchvolumen, also sehr viele Suchanfragen je Monat. Nur Rettungswagen, wer das eingibt, der möchte Bilder von einem Rettungswagen sehen, gucken, war das ein Rettungswagen, den ich gesehen habe, was ist ein Rettungswagen, wie sieht der aus, etc. etc. Liste ist wieder endlos. Für unseren Kunden, der Rettungswagen unter anderem vermietet, machen wir also Rettungswagen mieten. Es ist so easy. Es ist ein Wort dazu. Die Suchintention hierhinter ist klar. Jemand möchte einen Rettungswagen mieten. Das sind Krankenhäuser, Bundeswehren, Feuerwehr und so weiter. Und die möchten jetzt einen Rettungswagen mieten. Also optimieren wir wieder hier drauf. Da ist das Suchvolumen natürlich deutlich geringer. Aber wir bekommen nur die Leute mit der klaren Suchintention, dass sie einen Rettungswagen mieten wollen. Da ist die Suchintention klar. Wir können das genau bedienen, Landingpage wieder darauf optimieren. Und so holen wir genau die Besucher ab, die nach dem Angebot suchen, was wir bieten.